Er ist nicht alleine. Er ist nicht der Letzte. Ich verstehe seine Begeisterung und seinen Wunsch, sich sofort mit den anderen zu treffen, um sie zu befreien und zu wecken. Aber er hat sich einverstanden erklärt, noch etwas zu warten. Zuerst wird er versuchen, uns zu helfen. Wenn wir es zur Konferenz schaffen, wird der Schwarze in der Lage sein, Mosquins Gedanken für uns offenzulegen. Oder sogar Korbuts Gedanken. Vielleicht kann dieser Wahnsinn aufgehalten werden. Das ist unsere letzte Chance. Artyom, wir wussten bereits durch Khan von der Oktyabrskaja. Und wir haben Mosquin damit konfrontiert. Er hat nicht einmal versucht, das Gegenteil zu beweisen. Er sagte, dass es pures Glück war, dass ihr Trupp für chemische Verteidigung in der Nähe eine Übung machte und sie daher trotz einiger Opfer in der Lage waren, die Epidemie im Keim zu erstellen. Ansonsten hätte sie die gesamte Metro ergriffen. Was kannst du dazu sagen? Selbst ich hätte das so gemacht. Aber Oberst, es war Lesnitsky, deren Agent, der kurz vor dem Ausbruch in D6 einen Virusbehälter gestohlen hat. Ja und? Außer Artyom gibt es keinen lebenden Zeugen. Wer würde dem Orden glauben? Wir haben jetzt D6. Was, wenn wir diejenigen waren, die das Virus freigesetzt haben? Aber die Roten haben versucht, ins Territorium der Hanse einzubrechen. Wir könnten Mosquin... Was können wir tun? Wir sind keine Armee. Wir haben weniger als 100 Kämpfer. Ja, Mosquin hat zum Krieg gerüstet. Aber nachdem die Polis vorgeschlagen hat, dass wir die Reichtümer aus D6 teilen, stimmt er vielleicht sogar einem Frieden zu. Und wir müssen alles tun, damit dieses Abkommen unterzeichnet wird. Mosquin, was macht er denn für einen Unterschied? Er ist nur eine Marionette in Korbuts Händen. Und während er redet, kreisen Korbuts Streitkräfte sie ein. Sie unterzeichnen dieses Friedensabkommen mit ihrem Blut. Ja, haben Sie denn eine bessere Idee? Sie haben diesen Affen hierher gebracht. Was jetzt? Wir sind damit durch. Gehen wir zum Ratssaal. Mirna! Bitte um Erlaubnis, Meldung machen zu dürfen, Herr Oberst. Abgelehnt. Dringende Meldung an den Kommandanten der Sicherheitskräfte bei D6. Höchste Alarmstufe. Weisen Sie Korneev an, bitte. Ach, er weiß, was zu tun ist. Gott, hoffentlich klappt das. Mach dich bereit, Artyom. Bleib nah bei dem Kleinen. Hurra, Genossen! Es soll Frieden herrschen! Im Namen unserer Kinder! Sie sind ein Lügner! Komm, haben Sie den Verstand verloren? Ich weiß, was ich mache, glauben Sie mir. Nur dieses eine Mal. Wer sind Sie? Wachen, schaffen Sie diesen Mann weg! Ranger, wegtreten! Artyom, Kleiner, ihr seid dran! Genosse Mosquin, Sie müssen mich dabei unterstützen. Ansonsten könnten ein paar unbequeme Details auftauchen, die den Tod Ihres Bruders betreffen. Ich habe ein Gespräch mit Angehörigen zwischen Ihrem Bruder und seinem Berater über die Bedrohung, die Sie darstellen, und über Wege, sie zu eliminieren. Was soll das? Bedrohung? Wir sind Brüder.
Er glaubt, dass sie sich übergangen und betrogen fühlen. Er fürchtet, dass sie ihn stürzen werden. Er ist Maxim, Bruder! Ich bin ja so erfreut, dass wir uns endlich vertragen. Es war ein Streit um gar nichts. Lass uns einen trinken. Klar, Bruder. Was? Einstein, Maxim Leonidovich Moskow wird hiermit zum neuen Generalsekretär. Du strafst mich mit Schweigen. Was guckst du mich aus diesen ehrlichen Augen so an? Es war deine Schuld. Wer wollte mich denn tot sehen? Korbut hat dich verraten. Und jetzt hat er mich an den Eiern. Alles nur wegen dir. Es tut mir leid. Es tut mir so leid, Bruder. Für mich gibt es keine Vergebung. Aber dennoch... Was war ich? Vorlaut? Ich verstehe. Sie haben mir also etwas gegeben. Genau wie ich meinem Bruder etwas gegeben habe. Ja, ich habe es getan. Ich habe ihn vergiftet. Ich, nicht Korbut. Ich bin ein Narr. Ich dachte, er wollte mich retten. Und er nahm einfach die Macht an sich, packte mich an der Kehle. Und er stürmt gerade die Sechs. Und da ist dieses Virus. Und wenn es in Korbuts Hände fällt, das Ende. Abschau. Aber Sie sind der Anführer! Befehlen Sie es ihm! Seid verdammt! Rufen Sie die Truppen zurück! Haltet Sie sie weg! Hier können wir nichts mehr machen! Etwas Zeit, Beeilung! Zu schließen. Schneller! Was für zum Bahnsteig sind Sie? Verdammt, ich werde D6 nicht aufgeben. Mir nach! Es wird schlecht für alle, wenn ihr verliert. Dann muss ich sie retten. Meine Familie. Alles gut, Artyom.